Oh, also ich erzähle erstmal die Wachtürme. Zuschauer was. Genau, jetzt erzähl genau. Du mal was. Ich bin umgezogen. So ist mal die erste Information, die ihr bekommt. Sieht man leider schon daran, dass wir hier an einem Ort sind, der, glaube ich, noch nie in den letzten Play gezeigt wurde. Ja. Dann, kannst du dann vielleicht ein bisschen näher ans Mikro oder lauter reden, wenn du es schon so erzählst? Yo, er hat irgendwie schon wieder an dem Kies rumgespielt. Eigentlich sieht es ganz anders aus. Hast du zufällig gerade Kies da? Nö. Hä, what the fuck? Irgendjemand hat es hier kaputt gemacht. Danke. Egal. Ich glaube ich, das zeigen. So sieht es nämlich eigentlich aus. Ja, genau. Und dann soll da eigentlich, ich denke, das kannst du auch noch hier alles besser schließen. Dann soll da noch Kies sein. Das vor allem, wenn es halt hoch genau. Geht. Genau. Auf der Innenseite wird es noch schön verschlossen. Glück. Von außen ist das bereits passiert. Dann kommt man hier eben rein. Eigentlich ist dann hier so eine Bootstrecke. Genau. So, ich setze mich mal rein. Deswegen Eis und Boot ist die schnellste Form des Transportes in Minecraft. Das ist einfach so. Also umgerechnet sind es 115 km/h, die du mit einem Boot auf Eis fährst. Auf Blaueis sind sogar 140, fast 150. Genau, hier haben wir Wasseraufzüge. Der hier würde nach unten gehen. Der ist, daher nutzen wir natürlich die schönen 1.13 Features. Hier haben wir auch einen schönen Gang. Und dann und hier hinten kommen wir nach oben. Genau. Erste Etage. Gehen wir erstmal ganz. Ja, einmal ganz. Ganz nach oben, okay. Ja. Und dann erzähl du noch so ein bisschen. Genau, erstens. Oh, ich weiß noch, fuck. So. Wow. Also, erstens mal, man hat hier einfach mal noch eine ziemlich geile Aussicht. Man sieht da unten auch schön die kleinen Wachen. Ja. Hab ich eben gebaut, kurz bevor die Aufnahme gestartet ist, wurde die Fans gestellt. Kannst du vielleicht dann ein bisschen sieht man von lauter hier aus auch. Dann sieht man von hier aus auch ganz genau. Da hinten. Ja. Diese kleinen Fackeln, da wohnen aktuell Leo, das ist dieser Lisi im Chat, Krippel, das ist Vincent. Ja. Und der Bogo Pudo Bnaya, das ist Linus, die wohnen da hinten. Ja. Haben aber auch noch nicht so haustechnisch, sind die auch noch ähnlich wie ich, nur nicht so auf dem Vordermann, die wollen, wollen eine Großmacht werden durch Eisenbesitz, deswegen sind die einfach durchgehend. Genau, durch Eisen und Dia-Besitz. Ob das so funktionieren wird, werden wir mal sehen. Ich glaube, das wird ganz lustig, wenn wir da so wenn wir zwar zusammenarbeiten müssen, aber trotzdem dann so eine gewisse Feindschaft entsteht. Denn. Ja, das wird ganz witzig. Es wird lustig, denn wir haben nämlich vor, dann Stein, also Kobbelmacht, Kohle und Transport Großunternehmen zu werden. Da bin ich nochmal gespannt, wie das Ganze sein wird. Genau, hab mir ja einfach mal eine schöne Aussicht. Wenn du mal hier hinkommst, dann siehst du da unten. Ja. Ich hab's von Peter absegnen lassen, ist total tierfreundlich. Genau. Die Haltung da unten, die wird natürlich nochmal absolut überarbeitet. Die sind aktuell noch enger gemacht, nur einmal ein Blöcke. Die werden noch hier schön auf so einer kleinen Farm untergebracht. Genau. Hier und ich muss schon sagen, dass von hier oben die Minecart-Strecke auch sehr nice aussieht. Auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt mal mitkommt, hier runter, und zwar, nee, wir gehen erstmal hier die Treppe runter, dann sind wir erstmal zum ersten Stock. Okay. Dann sieht man, Moment, hat man hier ein kleines Bett, das ist noch keine Ahnung. Dann hat man hier nur einen Hebel, wenn man jetzt mal ein Bett weiß, ja. Ja, man hört das. Dann kann man hier runtergehen, kommen wir hier lang. Mhm. Und irgendwie funktioniert das nicht. Eigentlich soll das ganz, ganz anders aussehen, weil das besser funktioniert. Passiert ist, aber anscheinend spielen Leute an meinen Redstone-Technik. Ist das gerade verschwunden? Nee, ist es nicht, dann hat sich da jemand trotzdem irgendwie. Eieieiei. Irgendjemand spielt hier an meinen Technik rum. Mann. Ah ja. So, jetzt. Okay. Also, jetzt ist es aktuell offen, dann kommt man hier so rein. Aha. Und dann ist hier eben Potenzial für so einen kleinen geheimen Bunker. Davon habe ich noch einen zweiten, wo der ist, bleibt aber geheim, weil der zweite ist wesentlich wertvoller. Okay. Das ist natürlich verständlich. Genau. Dann kann man eben hier wieder hochkommen und dann ist da unten noch so eine kleine Farm, die wird aber ein bisschen. Entweder ich mache da irgendwas anderes rein oder ich schaue mal, was da reinkommt. Weil da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wenn wir jetzt mal wieder erstmal hier zumachen und dann mal hier runtergehen, nämlich hier aussteigen. Sagst du? Ja. Genau. Dann ist man hier erstens bei den Tieren, hat hier meine Wölfe, meinen kleinen Dinnerbone, mein Pferd, kleine Schleichwerbung und eine kleine AFK-Angelfarm. Hier kommt dann noch so ein bisschen Höhlenstyle hin, also es wird so ein bisschen minenmäßig ausgebaut, glaube ich, also so optisch.
Ja, der Rest, den ich euch gerne zeigen würde, ist geheim. Aber das schalte ich jetzt mal drauf, ich zeige es euch. Bin dafür zu. Komm Oh. mal mit. Kannst du? Ja. Es ist, könnte knifflig werden, da rein zu überall, das schaffst du Ja, nicht. wobei ich könnte ja auch Hier. so machen, dass auf dass Okay. ich jetzt den Weg, wie wir dorthin kommen, so stark zensiere. So Ja, das und wäre eine Idee. Unsinn machen. Das Oh. wär sehr gut. Okay. Dann hat man hier Warte, warte nämlich mal, einen dann würde ich absolut. hier aber Das trotzdem hast mal du auch noch das hier nicht probiert, ne? verschließen. Warte mal. So. Nee. Oh, wo ist der Block? Dafür gibt es auch einen Nee, viel damit einfacheren man nicht Weg. erkennt, wo das sein könnte. Ich habe da schon so ein ziemlich gutes Abschluss. Das ist Ah, okay. okay, So. sehr gut. Okay. Ah ja, So. Ja. perfekt. Genau. Aber jetzt mal, um das mal ganz kurz zu erklären, was man hier sieht. Hier oben, diese ganz oben Trichter, da wo ich jetzt auch rumstehe, die werden später noch an einen. Die Technik kommt. Ey, hast du da gerade einen Stein rausgenommen? Nee. Genau, fehlt dann doch einer. Egal. Die Technik kommt von einem anderen YouTuber, The Joecraft, wenn es euch interessiert. Könnt ihr mal vorbeischauen, der macht so Redstone-Techniken. Und da werden später mit so einem Eis- und Wassersystem die ganzen Items, die ich einsortieren möchte, über diese Trichter geleitet und laufen dann automatisch in dieses Sortiersystem ein, wenn es das richtige Item ist. Und dann sieht man hier, wie unten in den Kissen ist das sozusagen das gerammelte Okay, Zeug. Ja, da sieht ich man glaube, so, ich verstehe, warum du sagst, das dass ist der. deren. Also Diamantwelten groß noch werden die nicht, das wird wahrscheinlich nicht bleiben, oder Max, wenn ihr noch ein paar haben. Cobblestone hat man da, Ah also ja. eben sind die Items eingereiht. Dann hat man hier noch meine Rüstungsständer, die werden auch noch verschoben. Und dieses gesamte System wird nach hinten noch bald relativ stark ausgebaut, weil der Platz, den ich aktuell habe, reicht halt nicht für viele Items. Und ja, ist halt nicht so grandios. Wenn du jetzt mal mitkommst. Ja. Kannst du mal hier das ab hier das jetzt nochmal ganz kurz zensieren? Kommst du runter? Mit Federfall bekommt man auf diesen Stöcken übrigens keinen Schaden, das ist auch Ah, das ziemlich ist geil. nice. Kommst du? Ja, bin dran. Dann fahren wir mal wieder rüber. Jetzt habe ich vergessen, Kies mitzunehmen. Das ist natürlich wieder sehr, sehr unschlau. Das ist belastend. Aber egal, das mache ich, repariere ich später. So, jetzt sind wir hier draußen. Da ist das Tor, wo wir eben. Hast du hier den Zaun abgebaut? Nee, das wurde durch diesen einen Block weiter nach oben gedrückt. Ja, wow. Hier war ganz kurz. So. Okay. Dann kannst du mal reinkommen. Kannst du kurz? Ich hab's wieder aufgemacht. Okay. So, jetzt. Die Technik wird hier innen nochmal schön verstaut, sage ich mal. Und dann sieht man jetzt eben hier. Also ein bisschen die Mauer, wie die aktuell aussieht. Da kommt auf jeden Fall noch was hin. Wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber da kommt so ein kleiner Steg kommt da dran, dass man sozusagen hier auf der Innenseite an der Mauer stehen kann und dann sozusagen nach draußen sieht. Und überall, wo diese Holzpfosten sind mit den Steinen, wie heißen sie? Steinziegeln, Ja. da wird so ein kleiner Wachposten kommen, so wie auf dem Masai, so in dieser Art. Und Heißt, jetzt, dass wenn du wir mal hierher kommst, für Kriege gut gerüstet sind. ja, genau, und wenn du jetzt mal hier hinguckst, da siehst du, dass diese Mauer halt, ja, war ein bisschen Materialien schluckend. Die eine Doppelkiste Stone, also die obere, die war eigentlich fast voll, die ist halt jetzt fast leer. Wenn du mal hier mitkommst, dann siehst du auch warum. Ja, Das ist okay, der ja, Rahmen des Feldes gebaut. ich verstehe. Und wieso ich auf diese Wachtürme zurückgegriffen habe, ist einfach, weil da dermaßen, ich müsste die Mauern eigentlich in den Berg fast reinbauen. Und da dachte ich mir, das lohnt sich nicht. Aber wir können mal ganz kurz diesen Turm besuchen, wenn wir zurückkommen. Ah, bist du? So sieht so ein Wachturm aus. Fahren wir mal drum herum, dass man so ein bisschen kleine Effekte so Schön richtig mit bekommt. Cobblestone, das sieht sehr nice aus. Dankeschön. Und das willst du alles zukleistern mit einer Mauer. Nein, um Himmels Willen eben nicht. Ach Deswegen so. sind hier die großen Wachtürme. Die ja an der Wand werden ähnlich aussehen, aber hier habe ich die gebaut, weil ich eben auf dem Wasser will ich keine. Man sieht hier übrigens, wie die ursprüngliche Cobblestone-Strecke geht. Jo. Weil ich die Optik jetzt nicht so komplett zerstören wollte, von dem wollte ich es ein bisschen schöner halten. Da sieht man Ich auch mal glaube, nochmal die das war es Minecart-Strecke. tatsächlich schon.
glaube, das war es so, was mein Haus angeht. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ich vergessen habe. Was? Ja, fällt mir nichts ein, was ich vergessen hätte. Okay. Ja, wäre auch nicht. Ansonsten habe ich so quasi die wichtigsten Sachen jetzt, glaube ich, erwähnt. Naja, wir haben neue Mitspieler. Wir können jetzt mal bei den beiden vorbeischauen. Ich glaube, das ist interessant. Nee, ich glaube, da passiert nicht so viel. Die sind gerade wahrscheinlich wieder am Farm für Macht werden. Da müssen wir dann vielleicht jetzt dran arbeiten, dass wir eine weitere Macht werden. Soll ich die mal von der. Das hast du ja noch nicht gesehen. Mitkommen, was ich vorhin mit Leopold gemacht habe. Ach stimmt, warte, ich muss ganz kurz ein bisschen Kies holen, damit ich diese. Ja, dann kannst du das mal operieren. Ich warte hier mit dem Taxi auf dich. Oh, das ist ja nett. Nummer 3. Vielleicht, also wir haben auch bereits zwei Eisbiome gefunden mit diesem Packeis. Dass wir sowas wie Autobahn oder halt so Bootsautobahn bauen. SpongeBob lässt grüßen. Nee, einfach, ja, weil Boot auf Eis ist tatsächlich die schnellste Transportmöglichkeit in Minecraft. Und da ist es dann halt einfach so, dass, ja, wir halt je nachdem eine schnelle Transportmöglichkeit haben. Ich glaube, zwischen dir, Finn, und dem unserem ursprünglichen Dorf wird sich irgendwann dann vielleicht doch eine Autobahn lohnen, wenn ich mir so anschaue, wie viel wir hier rumfahren. Ja. Ah, ganz kurz, um dir das jetzt nochmal ganz kurz zeigen zu können, wie das Ding eigentlich funktionieren sollte. Das Frostwalker übrigens. Das Dorf sollte eigentlich so, also wenn ich das jetzt öffne, sieht es eigentlich so aus. Ja. So, und dann hat man hier eine richtig schöne Toilette. Genau. Und ich glaube, ich mache das jetzt nämlich, es gibt so eine kleine Feinjustierung. Moment, bin gleich mal wieder da. Dann siehst du. Da ist er. Da ist der DJ Pankake. Übrigens, den werde ich ab jetzt inzwischen auch in meiner Beschreibung verlinken. Oh, ne? Ich fühle mich geehrt. Denn einen Kanal hast du jetzt ja, den du mehr oder weniger verwendest. Wo ja, wir. Ja. Wo ich eher. Aktuell eher weniger. Ja, gut, jetzt eher weniger, aber wo wir mir ja, bereits das Profilbild gemacht haben, hast ja auch schon einen Livestream gemacht. Mit vier ganzen Zuschauern, immerhin mehr als ich bekomme. Ey, du, da war ich richtig überrascht. Ja, einfach wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, wer war denn eigentlich dabei? So ein paar aus der Stufe. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich glaube, Freddy war da. Ja. Und ansonsten weiß ich nicht. Nö, nee, auch nicht. Naja, gut. Also dafür, dass dein erster Livestream war, den du hier gemacht hast, und du hast ja irgendwie, was das, eine einstellige Anzahl Abonnenten noch, weil der Kanal halt neu ist. Deswegen, naja. Das wollen wir beenden. Deswegen schaut mal auf, schaut mal vorbei. Ganz genau. Ich mache jetzt so richtig Clickbait-Video, dass ich so Klicks bekomme ohne Ende und dann alle bei dir vorbeischauen. Nein, Spaß. So, jetzt machen wir es nochmal. Also, jetzt machen wir einmal zu. Dann sieht es so aus. Und ich finde das auch tatsächlich ganz schön, so da oben, wie man sieht. Und jetzt sieht das so aus. Und so einen kleinen abgerundeten Toreingang. Oh, not bad, not bad. Gut, dann kommst du mal noch wieder mit.